Bienen und Natur und Wald an sich, das hat mich eigentlich schon fasziniert, seit ich ganz klein bin. Unser alter Nachbar, der hat auch Bienenvölker gehabt und da war das immer ganz toll im Garten zum Sein und schon die Gerüche nach Bienenwachs und seinem Pfeifenrauch, das sind also Kindheitserinnerungen mit ganz tollen Erlebnissen, die was ich verbinde. Alte Bienenhäuser, wenn ich irgendwo gesehen habe, da habe ich immer stehen bleiben müssen. Wenn man das aufmacht, das Volk, und dann taucht man einfach in eine komplett andere Welt. Den Platz, den kenne ich schon lange da. Und dann habe ich halt mal ein bisschen genauer hingeschaut und habe halt gesehen, da wachsen Erlen, da gibt es eine Pollenversorgung, ist das Wasser da, ist es eigentlich alles da, was die Bienen brauchen. Ich bin zum zuständigen Revierleiter gegangen, zu unserem Förster, habe ihm das gezeigt auf der Karte, wo ich es gerne aufstellen würde, und er hat dann alles in die Wege geleitet. Wichtig ist am Standort, dass es einfach artenreicher Mischwald ist, den es jetzt zum Glück vermehrt wieder gibt, dass einfach die Vielfalt für die Bienen da ist. Sie brauchen ja Pollenversorgung, verschiedene Blühpflanzen, die was Nektar spenden, die was den Bienen eigentlich auch das Überleben zu sichern. Der Wald bietet die Bienen eigentlich ein gutes, breites Spektrum an artenreichen Pflanzen. Aber andersrum brauchen ja die Pflanzen auch wieder einen Bestäuber, um ihre Pollen zum Verbreiten und zum Vermehren. Die Bienen, die leisten ja wirklich große Bestäubungsarbeit. Also ohne Bienen wird es wirklich anders ausschauen. Ich finde es ja toll, dass ich da als Imkerin einen Teil dazu beitragen kann. Also der Waldhonig an sich, das ist ein sehr dunkler Honig. Der ist im Geschmack eher kräftig, würzig, aromatisch und er bleibt da lang flüssig. Dann hat er auch einen hohen Mineralstoffgehalt. Bei mir da am Stand ist es eher eine Mischung aus dem Honigtau und aus den verschiedenen Waldblüten. Ein Großteil ist eben Himbeere, Brombeere, das blüht eigentlich ziemlich lang im Sommer. Und verschiedene Blühpflanzen noch an die Wegränder, Waldlichtungen. Also mit dem Waldstandort an sich habe ich jetzt wirklich sehr gute Erfahrungen gemacht. Die Honigernte war gut, der Zustand von den Bienenvölkern ist auch sehr gut. Und ich würde gerne nächstes Jahr ausbauen und einige Völker auf meine anderen zwei Bienenstände holen. Ich bin Daniela Ehm, Hobbyimkerin, Waldliebhaberin und Mutter von 4 Kindern.